Leute, etwas Ungewöhnliches passiert. Diese Folge dauerte eine Stunde und normalerweise dauert Make Love, Fake Love nur so 40 Minuten. Wenn sie ganz wild drauf sind, 50 Minuten. Und das bedeutet, dass irgendwas passiert sein muss. Und das finden wir jetzt gemeinsam heraus. In der 11. Folge von Make Love, Fake Love. Woo! Ja, die letzte Folge endet ja damit, dass Xander und Antonia in der Dusche verschwunden sind und da heiß miteinander geduscht haben. Wir kennen es ja noch von Nicole Legert. Und da steigen wir auch gleich wieder rein, beziehungsweise nach dem Beenden der gemeinsamen Dusche und zurück zur Party. Wir freuen uns alle drauf. Wer sich die ganze Folge natürlich auch einziehen will, kann es gerne machen auf RTL Plus. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr gerne diesen wundervollen Kanal abonnieren. Wir haben gemeinsam Spaß und schauen nun und haben Erkenntnisse. Ich hoffe, dass wir jetzt hier wirklich schlauer werden. Digga, sie hat sich auch ganz schön freizügig gezeigt heute. Boah, Digga. Junge. Ist es krank. Das sind Bilder, die ihre Mama nicht sehen will. Eigentlich nicht, Alter. Okay, und Nico und Marcel denken sich auch so, okay, die Party war eine gelungene Party. Wir haben ein bisschen mehr von Antonia gesehen. Stimmt, zumindest bei Nico, der hat ja nicht mal bei Antonia bisher geschlafen. Da war noch nicht so viel, ne? Und bumm ist sie nackt. Boah, das kannst du mir auch gerne in der Einzelstunde nochmal zeigen. Träum weiter. Und das bedeutet, Marcel ist auch nicht gerade wirklich Favorit. Ich meine, sie hat ja auch gerade Spaß mit Xander gehabt. Da reicht es erstmal wieder. Braucht man jetzt keinen Marcel, ne? Lawrence würde ja gerne weiter massieren. Ich habe noch was für dich. Möchtest du meinen Schlüssel annehmen für heute? Warte, warte, warte. Die ist gerade eben auf einer Party gewesen, wo alle durchgedreht sind. Xander stand nackt unter der Dusche und die rennt zu Xander, holt sich da einiges ab und geht danach zu Lawrence. Willst du heute bei mir schlafen? Sieht das doch wirklich gar nichts mehr anbrennen, ne? Richtig Bock auf den. Mega. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Boah. Ja? Ich hab damit gerechnet, aber... Ja? Gar nicht. Oh mein Gott, und seine Freundin dreht auch schon wieder ein bisschen durch. Und warum ist sie denn so kolossal unsympathisch dabei? Also, die ist anscheinend gar nicht bereit für das Format gewesen. So, was packst du meinen Freund an? Oh, bitte, nee. Sei woanders schlimm. Geh weg! Ich mag nicht, dass sie die Nähe zu ihm hat und so. Ich mag das nicht, weil es meiner. Ja, dann hättest du dich eventuell nicht mit ihm für diese Sendung anmelden sollen. Weil das ist ja dann wirklich mal ganz kurz der falsche Ort. Gucken, wie lange du dich jetzt noch beim Massieren konzentrieren kannst. Ja, schön ihren Ass, ja. Naja, muss sich halt auch jetzt ein bisschen anstrengen, ne? Aber Lawrence hat jetzt auch schön das Sweet Date bekommen. Der darf bei Antonia schlafen. Er massiert sie, was auch, finde ich, relativ clever ist. Weil viele Leute sind ja so, oh, massieren, das ist sehr intim und das ist eine Berührung und sehr schön. Aber es ist halt auch nur massieren. Das bedeutet, das ist jetzt nicht so krass ist und trotzdem sehr intim für manche Leute. Das könnte ein Pluspunkt sein, ohne dass er wirklich fremd geht. Sehr clever gemacht. Sagt meine Mama auch immer sehr gerne, dass ich schlau bin. Ja, da könnte man fast meinen, du bist vergeben. Weil ich so gut massieren kann. Ist das so? Aha, ich liebe aber auch, wie locker flockig er es direkt über die Seite wirft. Ah, weil ich so gut massieren kann. Ja, ja, findest du richtig gut. Ne? Und ist dann so weiter am Durchkneten. Ja, clever. Also manche Leute werden schon so, warum denkst du, dass ich vergeben bin? Und er so, alles gechillt. Der macht das richtig gut. Also dem würde ich das auch, ehrlich, wenn der am Anfang drin gewesen wäre, boah, ich hätte ihm so abgekauft, dass er Single ist. Also bis seine Freundin einmal geatmet hätte, dann weiß man es. Aber vorher, ne? Warum lächelst du so? Schön. Oh mein Gott, und Antonia weiß auch mal wieder, wie man schöne Momente mit Gequatschen ein bisschen kaputt macht, ne? Antonia, you got it! Wir sind vollzählig. Nee. Lawrence schläft heute nicht hier. Nein. Er schläft drüben? Nee. Ernsthaft jetzt? Scheinbar schon. Er hat von Antonia den Schlüssel bekommen. Und das finden manche jetzt gar nicht so cool. Was, der Nachrücker? Sondern auch was? Ich habe gerade mit Antonia in der Dusche hier fett rumgemacht. Ich kriege den Schlüssel nicht, sondern jemand anders. Jetzt sind sie mad. Ach du, mach mir keinen Kopf. Puh, da ich auch nicht. Die nächste Zeile in Deutschland wartet schon. Wie witzig. Also, das, also, wir wissen alle, dass es ein spaßiger Kommentar ist, aber wenn das eine Einstellung ist, nee, da wäre ich auch schon, okay, Marcel, danke, tschüss. Also, wirklich nicht. Gar nicht. Ekelhaft, 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 ekelhaft. Xander erzählt es aber gleichzeitig auch von seiner Dusch-Action und gleichzeitig, wie kacke ist es, dass Antonia jemand anders auswählt. Und die anderen Männer haben natürlich auch volles Verständnis. Macht mich natürlich geil. In meinem echten Leben war das eine Frau bei mir. Digga. Boah, ach du Scheiße. Ich will dir da was Tolles vorgerufen. Alter, Xander, was geht bei dir? Was sind das für Aussagen? Der hat aber, glaube ich, jetzt echt gekränktes Ego. Also, ich verstehe es natürlich auch so ein bisschen, dass man verletzt ist, weil es wirklich so ein Zack-auf-Zack, Schlag-auf-Schlag-Ding ist und man fühlt sich sehr schnell nochmal mehr ausgetauscht, gerade wenn das, keine Ahnung, 2 Stunden Unterschied dazwischen ist.
So ist aber das Spiel auch ein bisschen und das war echt nicht cool. Ich finde das gar nicht witzig. Ein Kandidat geht allerdings von der Jungsgruppe auch ein bisschen weg, weil ihn macht ihn die ganze Situation langsam ein bisschen fertig. Ich habe mir das Lebkuchenherz so ein bisschen als Anker genommen, um einfach mir hier im Haus immer wieder sagen zu können, dass ich einfach weiß, dass es für mich nur einen Menschen gibt. Oh, und das bedeutet, er ist der Vergebene von der anderen neuen Frau da. Okay, wir haben bis jetzt noch nichts von ihm mitbekommen. Wir wissen jetzt nur, er ist der andere Vergebene, der ist jetzt gerade ein bisschen emotional. Ich würde gerade richtig gerne mitfühlen, aber keine Ahnung, ich wusste bis gerade eben nicht mehr, wer wieder hieß. Meint ihr? Oh nein. Oh. Oh, wie süß. Oh, okay, ein bisschen cute ist es schon, ein bisschen mitfühlen tue ich dann trotzdem. Ne? Also, ja, also da merkt man, wir kennen die jetzt kaum, aber die Emotionen sind da und er vermisst sie voll und sie ist voll traurig, weil er sie vermisst und so muss es irgendwie auch sein. Das ist eine Rarität. Ja, das hätte ich gedacht von meinem. Ach. Wow, Lisa, okay, toll. Also sie heult, weil ihr Partner sie vermisst ihren Partner und sie so, oh, ich hätte auch gern so einen gehabt, aber ich wurde ja enttäuscht. Och, Lisa weiß echt, wie man auch andere Momente gut kaputt kriegt. Richtig geil. Bei Antonia und Lawrence ist allerdings dann in der Nacht nicht mehr sehr viel passiert, was Antonia auch ein bisschen am nächsten Morgen enttäuscht hat, wenn sie so drüber nachdenkt. Aber ich hätte schon gedacht, dass da irgendwo irgendwie mehr geht. Dass Lawrence einfach irgendwie rangeht, rumknutscht, dass einfach da irgendwie mehr Feuer aufkommt. Aber vielleicht ist er einfach so ein ruhiger oder vielleicht hat einfach die Chemie nicht gestimmt. Also ja, wir wissen auch alle, er ist vergeben, aber man muss ja nicht alles direkt voll on gehen. Also das ist ja auch ganz normal, ne? Ja, ich glaube, ich muss von ihm rausfinden, ob er generell so schwanzgesteuert ist. So. Ja, ja, genau. Er hat mir auch noch nicht mal einen richtigen Kuss gegeben. Also es waren eher so Bussis, würde ich sagen. Ich wollte auf gar keinen Fall so touchy sein. Ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas forcen, was sie nicht möchte. Und ich glaube ihm das. Ich glaube, dass der so ein Rücksichtsvoller ist, der wirklich, hallo, die Frau hat Bedürfnisse und was sie möchte, darauf muss ich auch achten. Ich muss irgendwie ihre Signale deuten. Und wenn von Antonia dann auch keine Signale kommen, dann kannst du ja schlecht was machen, ne? Ich gehe eigentlich auch nicht davon aus, dass er vergeben ist. Aber anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, wow, Antonia. Also mir fallen auch jetzt ohne diese Sendung dutzende Gründe ein, warum ein Mann nicht full on geht, wenn ich mit ihm hier am Rummachen bin. Und Antonia so, also er kann ja dann nur vergeben sein, also was anderes geht ja dann nicht. Oh, Antonia, wow, also wenn du dir so immer den Kopf zerbrichst und dann nur das Ergebnis dabei rauskommt, sad. Ich meine, es stimmt in dem Fall, aber ja, nee. Während Alexander jetzt allerdings Dusch-Action war und mit Lawrence das Übernachtungsdate war, denkt sich Nico natürlich so, warum habe ich eigentlich nichts mit Antonia? Will er jetzt einfach mal eine Ansage von ihr haben, ob Interesse besteht, ob weiterhin Interesse besteht. Und wenn nicht, ja, dann hat sich die Sache auch erledigt. Ja, und der muss ja jetzt langsam mal dieses Gespräch führen. Ich meine, wir alle haben schon das Gefühl, wir wissen auch Bescheid, mit Nico und Antonia, das ist nichts mehr. Aber sie hält ihn ja auch dauernd ein bisschen hin, ne? Wir sind mal auf das Gespräch gespannt, weil vielleicht sagt sie mal die Wahrheit. Da waren alle kurz mal ein bisschen sprachlos. Ich habe ja auch alle ein bisschen im Dunkeln gelassen. Ich hatte keine Lust, damit zu prahlen oder da jetzt auf cool zu machen oder mit irgendwie einem Schlüssel rumzuwinken. Hier gibt es Leute, die haben extreme Gefühle für sie aufgebaut und die brauchen jetzt mein dreckiges Grinsen dann nicht. Oh mein Gott, und was ist da schon wieder? Was sind das für rücksichtsvolle Gedanken auch den anderen Männern gegenüber? Also erst denkst du so, yo, ich bin der vergebene Mann, ich bin hier fürs Geld und wir gewinnen, aber ich will jetzt auch niemanden Gefühle verletzen und auf Gefühlen rumtrampeln. Oh, was für ein Cutie-Pie einfach. Und dann hat er diese hysterische Freundin. Warum? Ich bin schon abgefuckt auf dich. Ich weiß. Eigentlich will ich nicht mit dir reden oder wollte ich nicht mit dir reden. Ja, meine Stimmung am Morgen war nicht so gut, glaube ich, das hat man auch gesehen. Und darunter muss Antonia jetzt anscheinend ein bisschen leiden. Sie muss bestraft werden, dass sie sowas abgezogen hat. Nicht mit dem Zander. Und Antonia wird es wahrscheinlich am Ende noch leid tun. Oh mein Gott, Zander, es tut mir so leid. Ich werde das. Irgendwie so. Also wirklich, oh. Ich sehe das kommen und ich reg mich jetzt schon mal vorab auf, um mich gleich, wenn es passiert, auch nochmal aufzuregen. Ich habe ultra schlechtes Gewissen. Ich wusste ganz genau, dass ich dich damit ultra treffe. Es ist scheiße, ich weiß. Aber wenn du es doch weißt und er auch dein Favorit ist, warum grätst du dann eigentlich auch da rein? Also ich meine, allen Jungs die Chance geben, yes, aber unterm Strich war dir ja auch klar, selbst wenn die heißeste Nacht mit Lawrence jetzt gewesen wäre, du wirst ja weiterhin mit Zander entscheiden oder nicht. Dann war es ja eigentlich auch Quatsch. Ja, ich sollte das eigentlich. Ich mach die Tür auf und denke mir so, oh, juhu, heute ist Belohnungstag. Genau durch dein Verhalten jetzt weiß ich zu 100%, dass du Single bist. Weil er sich darüber abfuckt, dass Antonia sich für einen anderen kurz entschieden hat und ihn längst liegen gelassen hat. Dann kann er nur Single sein. Das ist nicht das allgemein gekränkte Ego von Zander, was ganz schön problematisch ist und ganz schön beängstigend. Nein, er muss Single sein.
Also ich liebe ihre Rückschlüsse immer wieder. Für Antonia hat der Tag auf jeden Fall eine Überraschung parat. Ihre beste Freundin Loreen. Jetzt aber mal schnell. Oh nein, Loreen, ist das nicht die von Temptation Island, die da schon anstrengend war? Und im Nachhinein kam raus, dass sie super anstrengend ist? Ja, wir freuen uns auf Loreen. Ganz bestimmt nicht. Sander, der hat schon mehrmal versucht, aber ich habe immer wieder die Hand aus meiner Hose gezogen, sagen wir es so. Und da wollte Antonia nicht, aber Sander geht ran. Und deswegen hat sie es anscheinend auch bei Lawrence erwartet, der ja gewartet hat auf ihre Signale und sie so, er überrumpelt mich nicht und greift gar nicht mal an. Dann kann er nur vergeben sein, weil normale Typen sind übergriffiger. Ja, schön. Also das ist auch eine schlimme Erwartungshaltung, wenn dann Leute zurückhaltend sind, versuchen auf die Frau einzugehen, auf die Signale zu achten, die Signale zu deuten, dann sind sie so, nee, er wirft sich nicht auf mich, das kann ich nicht, dann will er mich nicht. Okay, Leute, wir sind also insgesamt noch einen langen Weg entfernt, bis wir hier irgendwie eine schöne Gesellschaft haben, glaube ich. Überraschend, aber ich habe es nicht anders erwartet. Sie ist jetzt mit ihrem Freund verlobt, das Ziel habe ich natürlich auch irgendwo und deswegen ist schon, muss ich sagen, Loreen ist auch irgendwo ein Vorbild für mich. Weil sie mit ihrem Freund verlobt ist, das macht sie zu deinem Vorbild. Alles klar. Ich finde, man sollte sich Loreen vielleicht nicht zum Vorbild nehmen. Aber sie fühlt jetzt den ganzen Männern auf den Zahn. Hi. Hi. Boys, wir haben Besuch. Hi, Boys. Ich bin die beste Freundin von Antonia. Oh mein Gott. Und sie kommt direkt so Overacting rein. Also warum bist du nicht wie ein normaler Mensch, Loreen? Bitte, das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Die sitzt nicht auch so hin. Wir müssen jetzt mit der reden. Okay, go! Könntest du dir auch vorstellen, jetzt ernsthaft so draußen was mit ihr vorzustellen? Ja, voll. Also sie ist absolut mein Typ. Ja? Ich mag blond, mal klar. Okay, und was bist du für ein Mensch? Bist du so ein Party-Typ? Ja, fragen sie aber auch dann direkt super. Ich meine, sie lernt die jetzt alle ein bisschen oberflächlich kennen, aber die werden doch auch nur irgendwas jetzt erzählen und da wird sie doch schlecht Wahrheit von Lüge unterscheiden können. Was sollst du wissen? Ich bin Single seit 3 Jahren. Meine letzte Beziehung ging 4 Jahre. Okay. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 28. Woher kommst du? Ich komme aus Lippstadt. Ach, Lippstadt also. Antonia, der ist nix. Lippstadt. Ich hab's herausgefunden. Nee. Was bringt uns das jetzt weiter? Also Marcel hat eigentlich einen positiven Eindruck hinterlassen. Ich kann ihn so ganz schwer einschätzen, weil er könnte mir jetzt auch was vom Pferd erzählen, aber so fand ich ihn eigentlich sehr sympathisch. Und dann wird das natürlich auch gleich super hilfreich sein, wenn dir das alles Antonia dann erzählt. Also das ist jetzt wieder so eine Storyline, wo ich mir denke, so kurz vor dem Finale, die beste Freundin kommt nochmal ganz kurz vorbei. Hey, ich hatte die alle kurz oberflächlich kennengelernt, war nett. Oh, danke schön. Also vielleicht macht sie einen besseren Job als der Vater, aber wir müssen mal gucken. Eine Frau muss was haben, was mich catcht. Antonia catcht dich? Ja, sonst wäre ich ja nicht so mit ihr. Das habe ich ja auch von Anfang an gesagt. So. Und wie ist das mit der Entfernung? Ja, das, wenn man möchte, kriegt man das auf jeden Fall hin. Auch diese Aussagen, ich wäre ja nicht so mit ihr, das habe ich ihr auch von Anfang an gesagt. Loreen weiß nicht, wie du mit Antonia bist. Sie hat keine Ahnung, sie war nicht dabei. Sander, wirklich nicht. Also ich habe das Gefühl, Sander erzählt mir so ein bisschen das, was ich hören will. Und er versucht mir das so zwanghaft zu erzählen, dass es ja wirklich so ist und so. Vielleicht ist es auch wirklich so und ich irre mich einfach gerade. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass... Er redet sich nur selber cooler, als er ist. Und Loreen hat es anscheinend sofort gecheckt. Okay, das könnte vielleicht doch gut sein mit einer Freundin. Also Antonia hat hardcore die rosarote Brille auf und Loreen so, der labert auch ein bisschen das, was man hören will. Nicht gut. Ich hab's gecheckt, lange Runde. Aber es ist sehr schwer. Wenn man mit ihr ist, gibt sie einem ein mega gutes Gefühl. Und sobald man weg ist, ist es komplett weg. Und ich finde, das ist auch so ein Gespräch bei Nico, das wirkt auch wieder so eher so Single, weil das sind so Dinge, wo er sich wirklich drüber Gedanken macht. Wenn er vergeben wäre, wäre es ihm das nicht so wichtig, aber er ist so, oh, ich versuche dauernd Zeit mit Antonia zu verbringen und irgendwie kriege ich nicht genug von ihr. Also sie gibt nicht genug zurück. Ja, und das stört ihn. Du hast auch natürlich Interesse an Antonia. Ja, auf jeden Fall, ja. Also könntest du dir auch nach der Show was mit ihr vorstellen? Auf jeden Fall, ja. Das sind immer so Fragen, ne? Die beantworte ich mir eh alle mit ja. Immerhin hat sie diese Erkenntnis auch irgendwann gehabt, am Ende der Befragung. Ich will nicht, dass sie wieder von irgendjemand verarscht wird und ich hoffe, wenn ich das jetzt sage, ich hoffe natürlich, ihr tut es auch nicht. Ja, weil sie hat... Sander, hast du gehört? Schwing dich an. Was? Sie sagt, wir dürfen sie nicht verarschen. Ja, ich verarsche niemanden. Niemals würde der Sander das machen, auf keinen Fall. Und ich liebe es, wie dauernd die anderen Jungs auch Sander schon outcallen. Also vielleicht, weil sie wissen, dass er die größte Konkurrenz ist oder weil alle gecheckt haben, dass Sander sie einfach nur verarscht. Also nicht mal zwangsläufig, weil er in der Beziehung ist, sondern auch einfach vielleicht, weil er gar kein Interesse an ihr hat und sie nur fürs Geld verarscht. Alle checken es und Antonia so,
Er ist Single und liebt mich, oder? Ich hab's gecheckt, wirklich. Ich glaub, du checkst das, aber du willst es nicht zugeben. Wir kriegen allerdings jetzt nicht die große Auflösung von Lorraine und Antonia, weil Lorraine dann die Villa wieder verlässt und Antonia reinkommt. Und dann möchte der Typ, der gestern geweint hat, der Vergebene, mit Antonia mal ganz dringend reden. Ich mag dich halt echt. Ja. Und wenn ich jemanden mag, dann fange ich mir halt an, so um den Sorgen zu machen. Ne? Ich hab dann so einen Beschützerinstinkt irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und Antonia ist nur so, und warum machst du dir Sorgen? Und du magst mich? Was willst du mir denn jetzt erzählen? Also die ist auch sehr gespannt. Ich merke halt, dass mich das runterzieht, wie manche Jungs hier über dich reden. Warum? Wir reden die über mich? Negativ, Antonia. Sehr negativ. Und tatsächlich finde ich es gut, dass er es erzählt. Also bei ihm, wir wissen jetzt so, also erstmal finde ich nicht, dass er jetzt wirklich richtig anderen Jungs mal ich damit bessere Chancen habe. Wir wissen, der ist in der Beziehung und ich glaube, der wirkt auch so, dass er jetzt gerade, da ist keine Bindung mit ihm und Antonia. Der kann jetzt einfach drauf los erzählen und jetzt soll er Facts erzählen. Was hat wer gesagt? Erzähl uns alles. Würde die das im echten Leben machen, würde ich die beste Freundin ficken. So eine Sprüche. Den meint, das hat er schon mal erzählt. Leider hat er nicht den Namen genannt von der Person. Da muss Antonia kurz ein bisschen grübeln. Allerdings praktischerweise kommen sie dann noch eh aufs Thema Zander. Ich glaube, dass viele sich sehr sicher sind und dass die das ausnutzen. Und dass zum Beispiel Xander jemand ist, der jeden Schritt plant. Und das ist leider jetzt so ein bisschen Fact. Also ich liebe es, dass er jetzt gerade irgendwie so der beste Freund dort ist. Sie kennt sich ein paar Tage, oder der beste Freund der Villa, der ihr einfach mal so auch zu den Kopf wäscht und sagt, Girl, no, der auch nicht und der auf gar keinen Fall. Vielleicht hört sie drauf. Manchmal schäme ich mich dafür, ein Mann zu sein. Weil manche Männer einfach denken, denen gehört die Welt, weil sie einen Pimmel haben. Leider eine sehr wahre Aussage. Sehr traurig und ich fühle es komplett. Der wird mir immer sympathischer. Warum hat er bis jetzt keine Sendezeit bekommen? Er sagt gute Dinge. Wir wollten mehr sehen. Du siehst nicht so begeistert aus. Ja. Also wenn ich mit dir rede, dann kuschel ich immer mit dir. Klar. So kurz herkommen. Ich will am liebsten auch mal in Lörres verstecken. Ticker. Oh mein Gott. Und während Antonia jetzt so richtig betroffen ist von diesen ganzen Aussagen, verletzt ist und da sich trösten lässt, Marcel, ich werde gerne mal mit der Vögelin. Puh, thematisch perfekt. Mir doch einfach diesen Respekt, den ich auch irgendwo verdient habe. Meinst du, hat geplaudert? Ja, glaub schon. Safe. Ja, aber richtig eklig, Digga. Wisst ihr, was richtig eklig ist? Die ganzen Aussagen, die über Antonia gemacht werden, während sie nicht dabei ist. Von euch. Das solltet ihr eher verurteilen, als wenn irgendjemand mit ihr dann mal ein bisschen Klartext redet. Also Leute, wirklich. Also seid ihr wieder mal an einer ganz falschen Stelle. Und was ich einfach extrem respektlos von euch finde, mir gegenüber, ist, wenn hier irgendjemand sagt, er würde meine beste Freundin ficken, nur weil ich hier die Männer teste. Und weil sie den Männern alle trotzdem doch irgendwie die gleiche Chance geben möchte und einräumt. Und da spricht sie es aus und alle am Tisch so, aha, ja. Ich meine, Antonia hat auch wieder eine sehr passende Art, das anzusprechen, das ganze Thema. Sehr sensibel, sehr vorsichtig, einfach so, bam, einfach raus. Und jetzt müssen sie alle Stellung beziehen. Wenn ich dann höre, dass hier jemand bei mir schläft und unten die Sau rausgelassen wird über mich. Also sorry, mit so einem Mann möchte ich nicht nach Hause gehen. Aha, das ist gut. Wenn dann jetzt rauskommt, dass es Zander ist, sind seine Chancen vielleicht geschmälert. Oder wenn es rauskommt, dass es Zander ist, ist Antonia so, ah, naja, okay, komm, man kann Ausnahmen machen. Ey, komm, wir schauen mal. Ich habe was gesagt. Aber ich habe es auch anders formuliert. Wie hast du es gesagt? Ich habe gesagt, es ist wie, als würde man, also wenn, wie man sich so fühlt, als würde man dann mit der besten Freundin dann pennen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es machen würde, sondern so, als würde man das dann machen. Nein, das hast du nicht gesagt. Das hast du definitiv nicht gesagt. Und jetzt schön die Ausrede. Genial. Nee, ihr habt mich alle ganz falsch verstanden, Leute. Ich habe eigentlich das gemeint. Also ich weiß auch nicht, was du für eine Scheiße erzählt hast, aber... Ich habe keine Scheiße erzählt. Es wurde gesagt. Yeah, fucking did it, yeah. Das ist auch so richtig geil, ne? Erstmal seine Aussage. Nein, das wurde falsch dargestellt. Und dann die andere Person noch richtig gaslighten. Was erzählst du für eine Scheiße? Hast du dir Lügen? Oh, Zander, das ist keine Green Flag, sage ich dir. Wie lame ist das denn? Es geht gar nicht. Es ist voll der Red Flag. Ja, es ist so. Ich weiß, was ich sage. Und ich habe ganz bestimmt nicht gesagt, dass ich ihre beste Freundin bumsen würde. Ich will ihre beste Freundin vor ihr bumsen. Und ich liebe manchmal den Schnitt für sowas. Oh, ich hoffe, wenn Antonia das sieht, denkt sich auch nur so, warum war ich so blöd? Oh ja, geil. Hört sich einfach nicht respektlos, über eine Frau zu sprechen, für die man hier ist. Einige sind nicht für diese Frau hier. Die nächste Twilight Deutschland wartet schon.
Marcel, auch genial. Er ist direkt als nächster Moralapostel, ist aber genauso scheiße. Nein, nicht genauso. Es war ein bisschen schwächer als das, was Zander gesagt hat. Fantastisch aber hier alles. Vielleicht wisst ihr, was ich jetzt auch gerade bis was zu viel kriege. Wie kann er sich da gerade so krass rausnehmen, oder? Ja, ich denke, man hat kurz gemerkt, dass ich auch extrem gefrustet am Tisch war und dass sich wieder in mir richtig was gebrodelt hat bei den Sätzen von Marcel, dass er, wie er sich da aufgespielt hat und sich dann sogar noch da einen Backenkuss abgeholt hat. Das war wirklich zu viel, weil Marcel so, Leute, wir können so doch nicht über Antonia reden, das gehört sich nicht. Marcel redet auch über Antonia. Antonia steht voll hinter dir. Marcel redet wirklich über Antonia. Gut. Und die anderen so, hat der nicht auch gelästert? Oh, wow. Ja, wow, ey, ja, wow, ey. Kurz danach kommt es allerdings zu einem kleinen Klärungsgespräch zwischen Zander und Antonia und das wird dann auch wieder schlimm jetzt. Also, Make Love, Fake Love, huh. Aber dann sagst du doch ins Gesicht. Ich hab nie gesagt, dass ich deine beste Freundin bumsen würde. Hast du das? Bist du ein Lügner, ey. Weil ich finde auch sowas, das, was du gestern gemacht hast, war auch respektlos gegenüber. Hä? Du bist respektlos mir gegenüber. Oha, und wenn jetzt sogar die hysterische Freundin da das Spiel besser versteht als du, Zander, würde ich mir mal Gedanken machen. Nein! Aber weißt du, dass dein Ton gerade oder dein Ton vorhin zu ihm, das zeigt mir auch, wie dein Ton sonst ist, wenn du aggressiv geladen bist. Nee, und gar nicht, null. Gar nicht, so bin ich nie, gar nicht drauf, wirklich. Also in der Interviewbox bin ich auch immer sehr passiv-aggressiv und wirklich die Wut kocht in mir, aber ich bin so nicht, wirklich nicht. Doch, und ich finde eigentlich, das sollte auch für deinen Zungen ja alle Alarmsignale angehen. Das ist nicht cool, wie der Zander reagiert. Das könnte dauerhaft passieren. Die Alarmglocken, die bei Antonia allerdings angehen, sind dann diese hier. Tut mir leid. Ja, ich hoffe, du meinst es ernst. Ich meine es ernst. Oh, oh Gott. Oh Gott. Und ich liebe es, wie die das alles mitführen. Gott, Antonia, nein. Wie dumm kann man sein? Auch die Freundin so, Antonia, wie dumm kann man sein? Geil, Leute, geil. Ja, und Zander hat es direkt schon wieder geschafft. Ich finde, es ist auch so toxisch, wenn du sagst, mein Verhalten beruht darauf, dass du es falsch gemacht hast. Aber weißt du, man sieht, wie der sie beißt, genau bei solchen Männern an, weil das ist genau der Patrick. Ja, und Antonia ist anscheinend ein bisschen so drauf gepolt, dass sie damit umgehen muss und dass sie sich am Ende mal entschuldigen muss und dass sie was falsch gemacht hat, wo die an Typen halt das Problem sind. Antonia, ey. Also vielleicht sollte sie irgendwann auch so eine kleine Therapie machen, um darüber wegzukommen, da Selbstreflexion, irgendwas, was ihr hilft. Und dann so das zu erkennen einfach so, dieses Verhaltensmuster, dass sie das vorcheckt und sagt, ach so, nein, das wollen wir hier nicht. Und direkt danach, witzigerweise, folgt das Gespräch mit Nico. Ich fühle, dass du nicht mehr so dieses Interesse hast. Erstmal hat sich da überhaupt nichts verändert, gefühlstechnisch, oder? Interessenmäßig. Weil sie hatte nie großes Interesse. Das sagt sie leider nicht, sondern ich hatte von Anfang Interesse an dir, Nico. Und das war auch weiterhin so. Ich zeige es nur einfach nicht. Folge 11 von 12. Genau. Ich bin mir bei dir einfach auch doch nach wie vor sehr, 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 sehr sicher. Klar, kann ich mir sicher sein, aber dass du Single bist. Und ja, deswegen also war es jetzt auch nie so die Intention, dich jetzt noch weiter zu prüfen. Und das ist witzigerweise auch hart gelogen. Zu Loreen hat sie gesagt, als sie vorbeigekommen ist, so, hey, ich glaube, Nico, bin ich ein bisschen vorsichtiger auch die ganze Zeit, weil ich glaube, der ist vergeben. Und bei ihm so, ich bin mir 100% sicher, dass du Single bist. Deswegen rede ich so wenig mit dir, weil ich das nicht mehr drüber prüfen muss. Ah, klar. Ja, okay, alles klar. Der Tag war allerdings ein bisschen zu viel für Antonia. Sie kann nicht mehr, hat sich ein bisschen in ihr Zimmer zurückgezogen. Ist einfach nur so, ich muss hier schmollen und mich beruhigen. Aber Zander will wieder vorbeikommen. Komm mal rein. Ja. Was machst du hier? Nach dir schauen. Hast du Bier dabei? Zwei alkoholfreie. Und jetzt können die beiden zusammen saufen, ohne sich zu besaufen. Ach, der Zander ist aber auch, der geht wirklich auch immer ran. Also der ist auch der eigenständig dauernd zu Antonia in ihre Suite geht, in den Privatbereich, zu dem man eingeladen werden muss. Da geht er selber immer hin oder lädt sich dahin selber ein. Also der ist auch schon krass. Das war schon krass, also nicht unbedingt krass positiv jetzt. Also ich meine, jeder weiß doch, auf was er sich hier eingelassen hat. Und dass es hier kein Kindergarten ist. Denkst du, für mich ist es Kindergarten? Ich war halt gekränkt. Ja, und dann verhält man sich genauso. Natürlich. Ich meine, Antonia, sie ist leider eine große Überzeugung, dass er dann Single sein muss. Und jetzt haben die so ein klärendes Gespräch. Und man merkt auch bei den beiden, dass er halt hart gewinnen wird. Das finden wir nicht toll. Ach Mann, schade. Ich nehme auf jeden Fall die Entschuldigung an. Natürlich vergesse ich nicht. Ja, aber ich verzeihe ihm auf jeden Fall. Ich sag's euch, morgen hat sie es vergessen. 100 Pro.
So, das mit Lorraine steht allerdings noch aus. Wer ist Lorraine, fragt ihr euch? Die, die heute in der Folge vorkam. Sie hat jetzt mit den Männern ein bisschen gequatscht und die redet jetzt mit... Wie heißt die Moderatorin? Mit der Moderatorin, Janine Uhlmann. So, sie redet mit der Moderatorin, nicht mal mit Antonia darüber, wen sie toll findet und wen nicht. Also noch, denke ich, natürlich würde sie den Sander wählen, aber irgendwie... Ich wünsche am liebsten schon den Nico oder den Marcel. Ich habe bei den beiden ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und bei Zander halt nicht. Und Antonia so, ja, die sind ja auch in meinen Favoriten. Und irgendwie hat sie den Namen Zander ja auch gerade genannt. Alles klar, sie steht hinter mir. Ja, oh, wow. Ja, und kurz darauf gibt es einen Überraschungsrauswurf wieder. Ein Mann muss gehen. Hans entschieden. Hans. Der Typ, der erst vor ein paar Folgen eingezogen ist, in der letzten glaube ich sogar erst, oder? Muss wieder gehen. Mann, war ein wilder Ritt mit ihm. Ah, schön. Da ist niemand. Für uns war das jetzt natürlich nicht groß überraschend, weil wir wieder alle vergebenen Paare kennen, außer von dem Mann. Wer ist mit dem Mann zusammen? Vielleicht ist es einfach nur verfaked worden. Vielleicht ist der Mann sogar auch Single. Und man soll nur denken, es gibt einen schwulen Mann. Und das hat sehr viel gebracht. Wir finden es noch irgendwann heraus. Spätestens in der nächsten Folge, weil da ist das große Finale, Leute. Und wir können uns darauf freuen. Und damit endet dann auch schon wieder das Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ich gebe auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.